Der auferstandene Christus verlässt die Erde und fährt in den Himmel auf. Das feiern die Kirchen an Christi Himmelfahrt. Und dabei geht es um sehr viel mehr als nur einen kurzen Ausflug ins Weltall. Die Apostelgeschichte erzählt, wie Jesus nach seiner Auferstehung immer wieder in Erscheinung trat. Er ermutigte seine JüngerInnen. Er erzählte ihnen vom Reich Gottes und er versprach ihnen den Beistand des Heiligen Geistes. 40 Tage nach Ostern war damit Schluss. Zitat: Er wurde vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf und entzog ihn ihren Blicken. Auch heute wird Christi Himmelfahrt genau 40 Tage nach Ostern gefeiert. Das Fest bringt zum Ausdruck, dass Jesus Christus einen festen Platz bei Gott hat. Es bedeutet aber auch, Auferstehung heißt nicht einfach, als eine Art Geist auf der Erde weiterzuleben. Auferstehung führt tiefer hinein in die Geborgenheit bei Gott. Bei Jesus Christus gibt es dabei eine Besonderheit. Im Credo heißt es, er sitzt zur Rechten des Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Am Ende der Zeit wird Jesus alles richtigstellen. Wann und wie genau, weiß Gott allein. Bis es soweit ist, zählt etwas anderes. Als Jesus in der Wolke verschwunden war, standen plötzlich zwei Menschen in weißen Kleidern dort bei den JüngerInnen und sagten: Ihr Leute aus Galiläa, was steht ihr da und schaut in den Himmel hinauf? Das kann doch nur heißen: Guckt keine Löcher in die Luft, der Himmel kann warten. Lebt hier auf der Erde als lebendige Zeuginnen und Zeugen.